Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen am Ende unserer Klausurtagung der Landesregierung mit dem Schwerpunkt Aufstellung der Eckpunkte für den Landeshaushalt 2013. Knapp 6 Wochen nach der Regierungsbildung haben wir uns heute hier getroffen, um dreierlei Ziele umzusetzen. Das eine ist die Fortführung des Sanierungskurses, zu dem wir auch im Rahmen der Einhaltung der Schuldenbremse und dessen, was wir im Stabilitätsrat hinterlegt haben, verpflichtet sind. Wir haben uns in dem Sinne darauf verständigt, dass die Nettokreditaufnahme um 65 Millionen Euro vermindert wird im geplanten Haushalt 2013. Damit bringen wir den Defizitabbau schneller voran, als das in der Finanzplanung vorgesehen war. Zum Zweiten haben wir heute grünes Licht gegeben für das neue Haushaltsausstellungsverfahren, das im letzten Jahr in der Landeshaushaltsordnung vereinbart worden ist. Dazu wird sicherlich auch der Finanzminister nähere Erläuterungen geben. Und wir haben uns im Dritten darauf verständigt, welche der Projekte, die wir gemeinsam in dem Koalitionsvertrag vereinbart haben, mit Blick auf das Haushaltsjahr 2013 finanzrelevant werden, und haben uns auch darauf verständigt, dass alle diese Projekte auch entsprechend gegenfinanziert werden, sodass es dort zu keiner zusätzlichen Ausgabensteigerung kommt. Wir haben dabei insbesondere den Maßstab angelegt, dass die Schwerpunkte, die wir uns selbst auch gesetzt haben, nämlich alles das, was zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und damit auch der Steuerkraft- und Einnahmesituation einen Beitrag leistet, dass wir dort auch die Schwerpunkte setzen. Darüber hinaus ist uns klar, dass der Haushalt 2013 ja ein Haushalt ist, in dem viele der Projekte, die wir angehen wollen, mit Blick auf Umstrukturierungen, etwa was den angestrebten Personalabbau im öffentlichen Dienst anbelangt, etwa was die Reform der Beteiligungsgesellschaften anbelangt oder die Umstellung des Fördermanagements, dass das Projekte sind, die erst zum Haushaltsjahr 2014 greifen können. Und deswegen haben wir uns heute auch darauf verständigt, wie hier die nächsten Schritte eingeleitet werden können, damit wir diese strukturellen Maßnahmen so vorbereiten, dass sie bei der Aufstellung des Haushalts 2014 und der sich daraus ergebenden mittelfristigen Finanzplanung auch entsprechend realisiert werden können. Die Klausur insgesamt war geprägt natürlich von den schwierigen Rahmenbedingungen, mit Blick auf unseren Haushalt, war aber auch geprägt von den durchaus positiven Ergebnissen der Verhandlungen der Bundesländer gestern Abend im Kanzleramt im Zusammenhang mit dem Thema Fiskalpakt. Gleichwohl man heute noch nicht genau sagen kann, in welchem Betrag sich das positiv auf den Landeshaushalt in Zukunft auswirken wird, kann man eines auf jeden Fall festhalten. Auch diese Vereinbarungen, die getroffen worden sind, werden uns mit Blick auf den Haushalt 2013 und die nächsten Haushalte nicht davon entbinden, unseren Konsolidierungskurs ganz konsequent auch umzusetzen. In diesem Sinne war trotz der schwierigen Rahmenbedingungen heute, glaube ich, das kann man so sagen, die Klausur wirklich von einem gemeinsamen Willen aufgetragen, in der gemeinsamen Verantwortung aller Ressorts sowohl politische Schwerpunkte als auch insbesondere das Ziel der Haushaltssanierung konsequent zu verfolgen. Und insofern war das aus meiner Sicht heute ein wirklich gelungener Auftakt, auch in einem sicherlich einem der schwierigsten Felder, die wir als Landesregierung insgesamt zu bearbeiten haben, nämlich dem Feld der Haushaltssanierung. Und insofern bin ich mit dieser Klausurtagung und den Ergebnissen mehr als zufrieden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns ist das ja die erste Haushaltsklausur innerhalb einer Regierung seit doch einigen Jahren. Wir stellen fest, auch nach der Klausur scheint immer noch die Sonne. Das Ganze, was wir heute den Tag hier gemacht haben, ist hart, aber machbar.
sowohl für das Haushaltsjahr 2013 als auch für die kommenden Haushaltsjahre, weil man dazu sagen muss, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die wirtschaftliche Entwicklung etwa so verläuft, wie das prognostiziert worden ist für die kommenden Jahre. Wir haben zurzeit auch aktuell günstige Zinskosten, also insofern günstige Rahmenbedingungen und hoffen, dass das auch so bleibt. Und deshalb ist es auch im Interesse des Landes, wenn jetzt eine Lösung gefunden worden ist für den Fiskalpakt, denn alles, was dort möglicherweise geschieht, wird uns dann bei Zinskosten und was auch immer Probleme bereiten. Insofern sind wir vor allen Dingen damit zufrieden, dass wir die 65 Millionen Euro, zu denen wir uns verpflichtet haben im Koalitionsvertrag, hier dann auch einsparen werden. Das ist nicht einfach, das betrifft alle Ministerien. Der Finanzminister wird dazu im Einzelnen sicherlich nochmal was sagen. Aber auch das ist mein Eindruck gewesen, es ist ja niemand gewesen, der versucht hat, in der vielfach verbreiteten oder mit Ressort-Egoismus versucht hat, seine Mittel zu retten, sondern es ist jeder im Rahmen seiner Verantwortung, etwa im Rahmen seines Anteils am Gesamtetat, dann auch zur Verantwortung gezogen worden. Für uns war natürlich auch wichtig, dass wir insbesondere die inhaltlichen Fragen, also die bildungspolitischen Fragen, von denen wir auch im Koalitionsvertrag gesagt haben, das sind unsere Schwerpunkte für die Zukunft. Wir investieren in die Köpfe, in junge Menschen, dass die 5 gebundene Ganztagsschulen für das nächste Haushaltsjahr finanziert werden, aber auch zusätzliche Lehrerwochenstunden für größere Klassen. Und insofern sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden und werden uns jetzt jedes Ressort dann an die Umsetzung dessen, was wir heute hier beschlossen haben, machen. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, in einem ersten Schritt unser großes Ziel, was wir uns ja gesetzt haben im Koalitionsvertrag, zu erreichen, nämlich einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von 65 Millionen Euro dann auch zu erreichen und zu schaffen. Das haben wir in den Eckwerten heute beschlossen. Wir haben beschlossen, dass wir die Konsolidierung auch schneller vorantreiben, als das ursprünglich vorgesehen war, als das ursprünglich geplant war. Wir haben ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2013 mit einer Nettokreditaufnahme von 592 Millionen Euro gerechnet und kalkuliert. Wir senken jetzt diese Nettokreditaufnahme für das nächste Jahr um die besagten 65 Millionen Euro auf 527 Millionen Euro. Das ist das erste wichtige Eckdatum, das wir heute beschlossen haben und von dem aus sich dann auch die weiteren Beschlüsse ableiten. Wir haben, die Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen, in diesem Jahr zum ersten Mal ein neues Haushaltsaufstellungsverfahren. Das klingt zunächst einmal sehr technisch, hat aber in der praktischen Bedeutung zur Folge, dass einmal das Kabinett heute in dieser Eckdatenklausur für jedes Ressort dann auch die Budgets aufstellt, beschließt und dann im weiteren Verfahren die Ressorts eine höhere Flexibilität, höhere Gestaltungsmöglichkeiten haben wie früher. Vereinfacht gesagt, früher musste dann sozusagen jeder einzelne Titel, jedes einzelne, die Veränderung in einzelnen Haushaltsposten mit dem Finanzministerium abgestimmt werden. Heute ist es so, dass wir jetzt die Ressortbudgets heute beschlossen haben und im Rahmen dieser Ressortbudgets dann höhere Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeit besteht. Das heißt auch, dass wir bei der Frage der konkreten Einsparbeiträge pauschal über die Ressorts verteilt dann einen Konsolidierungsbeitrag von 30 Millionen Euro allein durch dieses neue Haushaltsverfahren bekommen. Das heißt, das sind Einsparbeiträge, die sich über die Ressorts verteilen, die im Rahmen dieses neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens jetzt natürlich eine große Rolle spielen. Wo kommen ansonsten Konsolidierungsbeiträge her? Wir werden die Grunderwerbssteuer erhöhen um 1 Prozentpunkt, was Mehreinnahmen bedeutet von 7,6 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben weiterhin beschlossen, bei den sächlichen Verwaltungsausgaben eine pauschale Kürzung vorzunehmen. Das erbringt einen Einsparbeitrag von rund 7 Millionen Euro. Haben uns darauf verständigt, Neubaumaßnahmen zeitlich zu verschieben. Wir haben des Weiteren beschlossen, den sogenannten Kulturbeitrag, die Kulturabgabe der kommunalen Seite auch in Zukunft zu verstetigen. Das heißt, die Maßnahme, die in diesem Haushaltsjahr zum ersten Mal gegriffen hat, wird fortgeführt in Zukunft.
Auf der anderen Seite stehen, wie schon eben angesprochen, wichtige Projekte der Koalition, die heute beschlossen wurden. Ich möchte die jetzt nicht im Einzelnen aufführen, Sie haben sie ja in Ihren Unterlagen. Ein wichtiges und zentrales Projekt ist der kommunale Entlastungsfonds. Wir werden diesen kommunalen Entlastungsfonds von der technischen Seite her im Nachtragshaushalt 2012 abbilden, werden dann diesen Sonderfonds dann auch errichten. Der bedeutet, dass in den nächsten Jahren von 2013 bis 2019 pro Jahr 17 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden von Landesseite zur Entlastung der kommunalen Finanzen. Wir haben sowohl im Koalitionsvertrag, aber auch heute klargestellt, dass wir auch von der kommunalen Seite einen entsprechenden Beitrag erwarten.